Hallo liebe Community, Familie und Zuschauer, ich bin's wieder, euer Gamer Nico mit der 94. Folge von Horizon Zero Dawn. So, und ich habe ja was beschlossen. Ich würde ja mir gerne das Panorama dann noch holen und dieses Dorf da. Vielleicht komme ich da noch hin. Deswegen folgendes. Kriege ich das da? Wäre nice, wenn ich das kriege. Ich will die letzte Tasse hier holen, deswegen werde ich den Weg hier gehen. Und dafür muss ich nach dahin reisen. So. Also wir haben jetzt wenigstens alle Brutstätten haben wir. Das ist schon mal Fakt, das ist schon mal gut. Da in der Nähe ist ja auch ein Stadtdorf. Ich will da mal auch hingehen. Gucken, vielleicht kriegen wir noch ein paar Aufgaben und. Ja, jetzt zeigt er mir das an, wie ich das haben wollte. Also müsste ich theoretisch jetzt nicht da lang. Da lang. Jupp, und da habe ich ja das Panoramafeld schon. Da ist. Überlegt gerade. Immer einen kurzen Abstecher. Tut mir leid. Das Lagerfeuer kann ich nicht da einfach so lassen. Ich muss dahin. So, ja, heil dich. Ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es. Ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es. Ich schaffe es, schneller, schneller. Ach, hier hat man ja diesen eine liebevolle Maschine, ja. Ja. Ich kann mich erinnern. Vielleicht finden wir hier noch ein paar kleine Geheimnisse. Wäre schön nice. Dann holen wir uns gleich mal die Blume da. Quo. Wieso meinst du das? Ich will alles. Shit. Okay. Ich sehe niemanden. Flamann. Ich habe was gefunden. August 2061. Holo, Freunde. Willkommen in der Goldgrube in der gehackte KI-Hex. Diese Woche hat der Nutzer was? Kannibale Christmas Tree seine erfrischende Holo-Sammlung auf den El Singing hochgeladen. In Klammern leider nicht interaktiv mit den größten Momenten in der Geschichte der geknackten KI. Fehler, Ausnahme 427AC, Hyperlink nicht definiert. Wenn eure Zeit knapp ist, springt zu 622, wo ein immer aggressiver Kundendienst-KI von VRAO App Store darauf besteht, dass jemand Kunden Admiral Horito Kartoffelgesicht heißt. Lololo, hä? Okay. Creepy. Na, warum nicht?
So. Und das will ich jetzt holen. So. Dalalalala. Wie schön. Plünderer, ach die. Ich kenne fast gar nichts mehr. Lagerfeuer entdeckt, wo? Ach da. Flammen. So. Jetzt muss ich nur. Los, schwimm, 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 schwimm. Da lang. Bleib stehen. Sehr schön. Headshot. Hey. Zack. Ja. Hinreißen. Jetzt muss ich zweimal. Ja, okay. Zack. Ah, ich muss den Weg entlang gehen. Ach, das Ding will mich doch verarschen. Na gut. Brenn, Baby, brenn. Oh. Musst du deinen Kumpel herrufen? Oh.
deine eigene Waffe schmeckt, hä? Noch jemand? So. Kümmert euch wieder um euren Kram. Genau. Kümmert euch um euren eigenen Kram. Okay. Gut, dass ich hier oben geblieben bin. Was machst du eigentlich? Ah, nix, der ist sehr schön. Hier draußen. So, mal schnell wieder ein paar Pfeile herstellen. So, damit hatte ich auch die Blume. Blume. So, und dann reißen wir jetzt wieder dahin. Ja, Leute, den Abstecher musste ich machen. So. Oh, na, der Zeit ging endlich mal schneller. So. Gut. Da gucken wir gleich mal bei der Stadt vorbei. Ich hoffe, die hat ein paar neue Waffen, Outfits. Für mich, weil das wäre ja schon nice, wenn sie das hätte. So. Hier war ich auch noch nicht. Muss ich auch noch mal nachholen. Genieße mir die Landschaft. Atme diese frische Luft. gekotzt wird später. Sieht das schön aus. Also Ruinen findet man ja. Okay. Dachte schon. Und da kommen die Kadisten. Hey, was? Warum zieht er? Warum hast du geziert? Dachte beim Verbrecher. Ah, siehste.
die mich aushauen wollten. Dark. Lichtmarkt entdeckt. Ah, mal gucken. Da gibt es hier auch einen Händler. Aber jetzt mal. Lagerfeuer. Klammern. Na, was will der denn? Lass mich in Ruhe. Siehst du nicht, dass ich am Suchen bin? Okay, was ist los? Ist jemand reingefallen? Nein, ich. Hast du ein Mädchen gesehen, etwa 17? Ich kann es nicht sagen. Glaubst okay. du, dass sie sich umgebracht hat? Ich weiß es nicht. Elida, meine einzige Tochter, sie ist weg. Weg. Wer sucht sonst noch nach ihr? Ich sagte den Wachen, dass sie weg ist, doch das war wohl sinnlos. Sie sagen, in dem Alter laufen Mädchen öfter weg. Nicht meine Elida. Ich habe ihre Freunde gefragt. Doch sie haben sie seit Wochen nicht gesehen. Okay. Wochen? Warum weiß ich das nicht? Aber sie suchen sie. Ich war schon überall. Und dann dachte ich, sie könnte hier im Wasser sein. Bei der Sonne. Wo sahst du sie zuletzt? Gestern Abend, zu Hause. Es ging ihr besser. War sie krank? Sie wirkte so betrübt. Mhm. Da freute es mich, dass sie in den Garten wollte. Aber sie kam nicht wieder. Hat sie sich denn ungewöhnlich verhalten? Sie war wie ein anderer Mensch. Mhm. Sie war ein glückliches Kind. Spielte draußen mit den Jungs. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Sie ist grundsätzlich anderer Meinung als ich. Hasst die Waffenruhe. Glaubt, wir hätten den Krieg gar nicht erst führen sollen. Seit Monaten sehe ich kein Lächeln. Sie hockt immer in ihrem Zimmer. Ich hätte auf sie achten müssen. Krieg? Ist im Krieg was passiert, das sie aufgebracht hat? Er hat alle aufgebracht. Die Grausamkeit des verrückten Königs. Das Blut auf der Straße. Itamens Männer stürmten auf der Flucht hier durch. Es gibt jetzt eine Waffenruhe, aber Elida grübelt mehr denn je darüber. Es macht ihr Sorgen, dass unser Volk so entzweit ist. Alles klar. Ich kann Spuren lesen. Ich kann sie suchen. Im Garten. Ich tue mein Bestes. Möge die Sonne dich. So. Dann machen wir das auch mal. Das sind drei Missionen. So, Quest. Sonne und Schatten. So, wir machen jetzt mal ein paar Nebenquests hier. Das hatten wir auch lange nicht mehr. Da gibt es hier irgendwo einen Händler. Weg damit. Ich kümmere mich um meine Angelegenheit. Sie hat wohl gegärtnert. Wir überlassen der Wahl den Osseran? Sie werden ihm kurz auf die Finger etwas hauen vergraben. Und wieder gehen lassen. Nein. Ausgegraben? Das hat Spuren hinterlassen. Okay. Aber da ist noch was anderes, was mich interessiert. Ja. Jeden Tag hart und schlafe jede Nacht wie ein Stein. Okay, wollen wir mal. Mir egal, wenn du glaubst, dass er arbeitet. Blütenblätter. Warum hat sie Blumen aus ihrem Garten mitgenommen? Hi. Hast du irgendwas im Garten gefunden? Nee, ich bin noch dabei. Ich gebe dir Bescheid.
gerne mal hier rein. Hochwertige Waren zu fairen Preisen. Bessere Waren findest du nirgendwo. Mögest du leichten Schrittes unterwegs? Halt, hier können wir auch noch mal reden. Selbst in guten Zeiten mache ich kaum Profit. Besonders, weil ich immer so viel wie möglich den Bedürftigen gebe. Möchtest du etwas Obst? Genieß es lieber, bevor sich jemand mit dem Rest davon macht. Hat dich denn jemand bestohlen? Ja, beinahe jede Nacht. Nicht so viel, dass ich zumachen muss, aber genug, um weh zu tun. Mhm. Hat der Dieb Spuren hinten? Nur ein paar Schalen von Früchten am Lagerhaus. Keine Hinweise. Warum gehen die Wachen dem nicht nach? Die Wachen geben Tieren die Schuld. Doch das glauben sie selbst nicht. Sie haben wohl andere Sorgen als meinen schmalen Lebensunterhalt. Hast du irgendeinen Verdacht? Die meisten Leute hier kenne ich seit der Kindheit. Ich glaube nicht, dass sie Obst stehlen würden. Was aber ein paar andere Sachen... Ich kann... Wirklich? Mal sehen, was ich... Kauf einfach das, was du brauchst. So, da haben wir schon die nächste Schüssel. Du hast einen zu großen Einfluss im Palast. Ich wette, dass Erend hinter der Wahl sieht. Sieh dir mal diese Waren an. Kauf einfach das, was du brauchst. Alter. Hier runter. Okay. Ja, stimmt. Die Blütenblätter hören hier auf, am Wasser. Könnte Ihr Vater recht haben und er hat nur am falschen Ort gesucht? Seile, um ein Boot festzumachen. Vielleicht ist sie damit zu dieser Insel gefahren. Ich werde schwimmen müssen. Oh. Alle hab und plant. Na, dann wollen wir mal. Und schwimmen. Und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und 9 und 10 und 11 und 12. Ach, schneller, Eloy. Ja, du hast es gleich, du bist gleich an Land. So. Mitnehmen. Das Boot. Das sieht vielversprechend aus. Ja. Mit einem geflogenen Stein geht auch diese Folge jetzt zu Ende. Ich sag wie immer, zocko, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Gematico ist raus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hält, ist mein Kanal. Lasst mir was da. Und Jelly kommt da auch schon angeflogen mit. Ein Kanal, den ich euch ans Herz legen will. Schaut da mal rein. In dem Sinne, zocko, ciao, bis zum nächsten Mal.